Hey Leute, willkommen zum schon 62. Part von Elite Smash. Heute spielen wir Duck Hunt. Und ja, es ist halt einfach jetzt schon einen Monat her, seitdem der letzte Elite Smash Part kommt. Aber ich glaube, wenn man sich diesen Charakter hier anschaut, dann ist es eigentlich auch klar, warum. Und zwar sind wir jetzt so langsam an der Stelle angelangt, wo es echt so gut wie keine Charakter mehr gibt, die ich überhaupt auch nur irgendwie kann. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten paar Parts, die jetzt noch so nächste und übernächste Woche kommen sollen, werde ich wahrscheinlich auch so die restlichen Charts spielen, die ich gerade noch so kann. Und dann wird das Format von vorne anfangen, ja. Ich wollte jetzt zum einen diesen Part halt dafür verwenden, um eben zu zeigen, dass das Format nicht tot ist oder so. Und eben um anzukündigen, wie es halt damit weitergeht. Weil eben, wie gehandhabt, wird es halt echt einfach so, dass es dann eine Season 2 gibt. Und dann auch generell einfach geschaut wird, wie ich mit diesen Charakteren mittlerweile jetzt umgehen kann. Zum Beispiel ist es ja so, dass eben der Elite Smash Part mit Samus, der kam ja am Anfang von Ultimate, ne? Also jetzt schon fast 1,5 Jahre ist das ja her. Und genau deswegen ist es auch gut, wenn man solche, wenn ich solche Restarts wieder mache, so wie früher immer. Einfach um eben auch zu schauen, so okay, damals war der Charakter so am Anfang, da habe ich zum Beispiel den Elite Smash Parts, kann man sich angucken, da habe ich noch nicht aus Charge spielen gekombot, weil ich das auch noch gar nicht wusste, dass es überhaupt geht, ne? Und ja, solche Sachen werden sich dann halt generell in der zweiten Staffel angeschaut, wie jetzt ich einfach, ja, mich entwickelt habe in Ultimate und auch mein Verständnis von diesen Chars dann auch besser geworden ist, ne? Aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal so noch mindestens 3 Parts, schätze ich mal, wo einfach noch ein paar Chars drankommen, die ich so ein bisschen, ganz kleines bisschen kann. Ich meine, ihr seht es gerade, ich habe mit Duck Hunt hier schon Schwierigkeiten gegen so einen leckenden Cloud, weil ich halt diesen Charakter an sich überhaupt nicht habe. Ich weiß sowohl nicht, wie ich gegen Duck Hunt spielen muss, als eben auch, wie ich ihn überhaupt spielen muss. Ich probiere quasi hier so meinen Smash 4 Duck Hunt irgendwie raushängen zu lassen, weil ich hatte den in Smash 4 im Elite Smash Part, vor Glory Part damals gespielt und da habe ich mir einige Sachen von Raito und so weiter angeschaut und dann ging es auch ein bisschen klar, aber hier in Ultimate hat Duck Hunt ja auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel diese Side B, die ich immer noch nicht checke. Ich checke immer noch nicht genau, wie man diese Side B nutzen muss, dass man daraus dauerhaft kommen kann, ne? Damit kann man ja so Kill-Setups und sowas raushauen und ich habe probiert, es irgendwie zu lesen, aber ich habe nichts großartig gefunden und das war aber ein sehr schöner Snipe. Aber genau, was ich das Typische, was ich halt noch mache mit Duck Hunt, ist so die Can so zum Beispiel an der Kante zu positionieren. Und da hat man einen ganz guten Vorteil dann, halt wenn der Gegner natürlich an der Kante ist. Man kann aus der Can kommen und ich kann die jetzt hier zu ihm gleich hinwerfen. Ja, genau, und kann dann genau sowas kann ich dann machen. Ja, das ist noch relativ einfach, aber wenn es dann dazu kommt, eben aus der Side B dauerhaft zu kommen und into Down Air zu kommen, so wie es ein paar Duck Hunt Spieler schon ja, gezeigt haben, das raff ich irgendwie noch nicht ganz. Und deswegen merke ich dann auch so, okay, dass man Duck Hunt halt einfach eigentlich nicht mal für ein Elite Smash Part ausreicht. Aber wie gesagt, werde ich es trotzdem einfach eiskalt mal durchziehen und schauen, was passiert. Na, wenn ich komplett zerfetzt werde, ist es eh egal eigentlich, weil, ja, Duck Hunt ist sowieso so ein Char, den spiele ich jetzt einmal für den Part dann nie wieder. So hatten wir es ja jetzt auch oft schon, wow, der Cloud hat sich da einfach getraut, einen F-Smash rauszuhauen. Da hätte ich auch schön abwarten können, den richtig schön punchen können. Aber ich habe in dem Moment auch einfach nicht damit gerechnet, dass der eiskalt für so einen F-Smash einfach geht. Vor allem Clouds F-Smash ist halt extrem laggy, ne? Schon wieder. Junge, was läuft bei dem? Der spielt so richtig unkonventionell. Und das scheint gerade aber für ihn zu funktionieren. Ja, Up-Smash hat jetzt weniger Lag bei Cloud, ne? Daraus kann er sogar kommen. Und yo, der rastet ja komplett aus. Der drückt diesen C-Stick, als wäre es einfach jetzt gerade schon sein letzter Stock. 180% und er will unbedingt einen Kill kriegen. Läuft bei dem Boy auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich gegen den direkt mal lieben werde, weil der laggt einfach gerade dauerhaft. Und ja, drückt eigentlich an sich auch nur Buttons. Nur bei dem Lag ist es natürlich schwierig, dagegen großartig was zu tun. Ich probiere jetzt einfach mal nicht rein zu jumpen. Ja, super gemacht. Kannst du da einfach drunter durchsneaken, so wie es aussieht. Aber eben hier, ich check noch nicht so ganz, wie diese Side-B an sich funktioniert. Weil ihr seht, eigentlich kann man daraus 2 kommen, wenn die connected, aber bei mir ist das nie 2. Deswegen, das ist halt so ein bisschen schade eigentlich. Oh, darauf hätte ich super reacten können. Ja, ich muss Shield droppen, ansonsten gibt es einen Shield Break. Okay, jetzt vorsichtig sein, schön hier weg erstmal jumpen. Vielleicht diesen Typ hier nutzen, als Cover aus seinem Blade Beam. Nein, nein. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte das machen, aber eben, ich hätte driften müssen nach hinten. Sonst trifft er natürlich den Gunman und dann halt mich. Ja, RIP, aber gut, ne? Es hat halt richtig krass geleckt. Das kann ich echt nicht gelten lassen. Nächster Gegner wird gesucht. Nächsten Gegner haben wir einen Ken-Spieler. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Matchup echt gut ist für Duck Hunt, aber ich kann halt nicht aus Side B kommen und es sollte halt gegen Ken eigentlich super gut funktionieren, ne? Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal.
Aber ja, wie ihr seht, ich raff das immer noch nicht. Safe ist es so ganz einfach und ich mache es halt irgendwie nur falsch mit den Inputs her. Aber gut, ich glaube, der Ken ist auf jeden Fall machbar. Jetzt nur gucken, ja, das ist natürlich ein bisschen RIP so. Muss halt schon vor ihm wegrennen eigentlich. Und dann hier so meine Setups nutzen. Ja, cool, die Ken bewegt sich einfach gar nicht, alles klar. Ah, okay, ist leider gerade in die andere Richtung, ja. Kein Jump, okay. Na, was ich immer probiere als Duck Hunt, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwen gibt, der sich hier für Duck Hunt so generell interessiert, aber was ich immer probiere als Duck Hunt ist, mit der Ken Offstage zu gehen, weil das einfach, naja, ist halt in die falsche Richtung, weil das einfach nochmal dann so ein Projektil ist, was mit einem halt mitgeht und was eventuelle Optionen vom Gegner halt covern kann, ne? Ja, aber eben, jetzt kriege ich ihn halt hier und dann immer so weiter. Wobei, wenn er so low recovered, da kann ich dann nicht großartig was machen. Da müssen dann die Parries sitzen, ey. Let's go, Junge. Okay. Ken ist platziert. Aber ich werde derweil komplett wegrasiert. Okay. Ich gucke jetzt gleich nochmal wegen Side B. Hier. Ne, der jumpt halt drüber. Ja, klar. Das kann man halt machen. Die Side B ist ziemlich laggy. Krieg gerade irgendwie überhaupt keinen Hit mehr rein, Junge. Nicht gut. Okay, das war guter Shield Pressure. Jetzt habe ich es zufälligerweise mal hinbekommen, rauszukommen. Und yo, das ging richtig schön ab. Aber ich drücke wirklich nur B. Ich weiß halt nicht, ob ich da ein bestimmtes Timing für brauche oder warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ja, das trifft mich. Kriegt aber keinen Spike. Ich gehe schön hier nah an der Kante. Ja, das wird direkt zerstört. Okay. Ja, kriege ich gecatcht. Ah, schade. Dachte, es könnte eventuell klappen, aber ja, okay, den Gunman hätte ich da nicht rausholen sollen. Nee. Das war eine schlechte Entscheidung. Genau, die Dose auch immer schön an die Kante irgendwie werfen, wenn man recovern muss. Einfach, damit man nicht so easy Ledge-Trip werden kann. Ich gucke gerade einfach, dass ich nicht zu krass von seinen Aerials getroffen werden kann. Indem ich selbst so ein bisschen um seine Zone quasi rumjumpe. Nee, die Dose kommt nicht zur Rettung. Ja, okay. Es trifft mich zwar, aber immerhin. Immerhin ist er tot. Eine neue Dose rausgeholt. Aber direkt wieder in den reingerannt. Nice. Na. Krieg ich nicht gepunished, den Boy. Yo, let's go, Junge. Was ist das? Ist das jetzt Houston Samus oder wie? Das ist ja richtig viel Damage gerade gewesen. Retake those. Oh, jetzt wird es aber nochmal echt knapp hier. Okay. Okay, sehr schön auf jeden Fall. Mein Shield, Junge! Nein! Oh mein Gott, ja, das war's. Ah, oh, das hat er richtig schön nochmal gemacht. Okay, aber gegen den bleibe ich drin. Das war ziemlich gut. Ist jetzt kein mega kranker Ken oder so gewesen, aber der kannte immerhin ein paar Kombos und Setups und so. Und ich denke mal, gegen den kann ich ganz gut noch, ja, weiter da kann trainieren. Also, let's go, nächstes Match. Ja, oder auch nicht, denn ich wurde aus Elite Smash gekickt. Well. War mir irgendwie klar, dass das hier in diesem Part passieren wird. Aber gut, ich schlag mich jetzt nicht so schlecht. Dafür, dass Duck Hunt vor kurzem noch als einer meiner schlechtesten Chars galt und wahrscheinlich jetzt auch immer noch, muss ich sagen, spiele ich jetzt nicht so mega miserabel. Also ich habe schon ein paar Sachen mehr verstanden, aber es hat trotzdem so, ich merke einfach überhaupt nicht der Charakter für mich wirklich. Das ist ganz, ganz schlimm. Sowas macht schon ganz Bock so, aber ich check halt noch nicht genau eben, wie so diese ganzen Kombos und Setups funktionieren. Das ist für mich einfach zu viel, würde ich sagen. Ich meine, mit Samus habe ich sowas auch, aber da drücke ich wirklich nur B und dann liegt die Bombe da. Mit der Dose muss man halt noch so viel mehr anfangen können. Ja, ich dachte, ich kriege das sogar gepunished, aber okay, dann nicht. Ja, RIP.
Okay, das war sehr schön. Und das war auch sehr schön. Leider hat das nicht geklappt, aber ist okay. Ja, dafür wurde ich komplett weggefickt an der Kante. Ich dachte, ich hätte das richtige Timing, aber... nee, Mann. Oh oh. Wie landet man auch als Duckhunt? Ich habe halt diesen Combo Breaker, ne, mit der Dose. Aber ansonsten... Junge, wie oft ich einfach Barry will, das ist unglaublich. Okay. Alles gut. Ah ja, genau, man kann es auch da so an der Kante abbouncen lassen. Ich wollte gerade gucken, ob ich das hinkriege. Das ist vollkommen okay. Aber ich brauche zu langsam den Kill. Als ob mich meine eine Dose getroffen hat. Ja, diesmal habe ich schön auf den Airbrush direkt danach abgewartet. Wusste doch, dass der kommt. Yo, als ob. Manchmal raff ich nicht, warum die sich einfach trauen, so einen Smash da rauszuhauen. So, klar, ich bin reingerannt, aber so, Alter. Ich hätte auch einfach da stehen bleiben können, das easy punishen können. Ist voll krass, was die sich immer trauen hier. Schöner Parry. Ja, eben, das meine ich halt so. Die hauen so richtig viele Laggy Moves raus. Ich meine, klar, es ist Wi-Fi. Aber man muss es auch nicht übertreiben, ne? Ja, wobei, da hat mich jetzt halt gerade mein einer Gunman ein bisschen gefickt. Ich habe mich auf diese Pause da kurz gerechnet. Ah, Mist. Ich wollte ihn da mit Jeff locken. Das habe ich schon gesehen, dass das funktionieren kann. Das war aber eine sehr schöne Trap von mir gerade. Nein, es ist noch relativ knapp so. Ist noch alles machbar. Wobei Offstage ist immer gefährlich als Duckhunt, weil man so eine Kack-Recovery hat. Ja, das wird gepunished, aber leider war das jetzt nicht so der beste Smash. Hm, nee. Ja. Solche Traps finde ich halt ganz interessant so, aber wie gesagt, das ist halt, finde ich zumindest zu viel. So, als Duckhunt Main kann man das sich alles beibringen, aber wenn man den nur so als Funcher spielen will, oder, keine Ahnung, warum auch immer als Secondary, dann, Alter, das ist viel Arbeit. Da muss man sich viel beibringen. Vor allem, weil Duckhunt jetzt auch nicht sonderlich gut ist. Das heißt, man muss wirklich richtig gut mit Duckhunt sein, um überhaupt gute Placings zu bekommen. Ah, Grab hätte ich in die andere Richtung machen sollen. Oh, schön, ey. Richtig schön gesehen, dass er daraus noch kommen kann. Wird hier nochmal knapp. Vor allem, wenn er weiterhin so einfach sich easy an der Kante treffen lässt. Ja, okay, das war jetzt von mir übertrieben. Und Alter, als ob ich einfach nur da stand. Du willst mich doch... Oh nein, ich stand einfach da und habe nichts gemacht. Ah, was geht bei mir ab? Richtig schlecht am Ende. Ich hoffe, ich kann hier jetzt aber drin bleiben. Ich hoffe, der möchte nochmal spielen, weil hier möchte ich meinen Revanche haben. Ja, wie es mir dachte, ist der Boy dann auch instant gelieft, weil keiner Bock auf Duckhunt hat, was absolut verständlich ist. Und jetzt muss ich gegen Hero. Kann mir gut vorstellen, dass Hero komplettes Kack-Matchup für Duckhunt ist. Aber man muss natürlich auch immer gucken, wie dieser Hero hier spielt. Ich meine, ihr müsst bedenken, wir sind gerade nicht mehr in Elite Smash, sondern in Quickplay. Weil mein Duckhunt einfach instant rausgeflogen ist. Deswegen, ja, ne? Kann schon sein, dass es jetzt hier für mich ganz gut aussieht, aber eben sobald wir wieder einen Gegner bekommen, der einigermaßen Smash checkt, war es das halt auch wieder. Aber hey, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich trotzdem mich irgendwie noch an Duckhunt ein bisschen gewöhnen konnte und dass ich den jetzt gar nicht so trash spiele, wie ich eigentlich dachte. Und eben, dann schaue ich einfach mal demnächst, was es noch so für Charakter gibt. Ich habe gesehen, es ist noch Rob da zum Beispiel. Rob ist auch so ein Charakter, der ist so überhaupt nichts für mich, aber den kann ich auch wenigstens für die Smash ein bisschen lernen. Und genau, da muss ich ja gucken, wie es sonst noch so gibt. Weil, wie gesagt, das wird dann jetzt demnächst relativ schnell dann auch vorbei sein, denke ich mal. Dass das hier dann eben einer der letzten Elite Smash Parts ist und dann fängt das Format wieder von vorne an und darauf habe ich richtig Bock. Einfach eben dann auch so quasi diesen Vergleich zu haben. Ich meine, klar, man sieht jetzt auch in anderen Videos von mir, wie sich meine Samus verbessert hat. Aber das ist halt quasi nochmal einfach Samus gegen Lead Smash. Und alle anderen Charakter, da habe ich dann einfach wieder Bock drauf. Ah, nee.
Es klappt nicht ganz, wobei er hat halt richtiges Kaktier gehabt, deswegen war das da noch irgendwie true. Okay, jetzt probiere ich mal Psybeam bis Psybeam. Achso, nee, an der Kante geht es ja eh nicht. Ah, ich wollte richtig flexen und alles wegparryen. Ich glaube, Battlefield ist für Darkhand echt eine richtig gute Stage. Er kann einfach mehrere Abwehrs und so kriegen, das ist heftig. Und vor allem, sicherlich kann er auch hier irgendwas mit den Cans noch machen. So, rüber mit dir. Das war jetzt nicht so ganz gewollt. Einfach alles weggeschildert, yo, richtiges Biest. Nicht gecrittet werden, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ja, das war's dann auch. Die Cans schnell weghauen. Ja, moin. Das kann ich dann ernst sein, oder? Oh, oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der wirklich komplett durchzieht. Als ob der einfach hingeht und die Psy-P komplett durchzieht. Yo, ich glaube echt, ich bin... ich kann nicht mehr gegen solche Randoms spielen. Bin daran überhaupt nicht gewöhnt. Dachte so, okay, ja, der macht jetzt einfach die Psy-P, um mich zu treffen. Aber der macht wirklich... Der zieht einfach komplett durch. Ey, komm, Rematch-Time, please. Diesmal schon. Jo, auch... der Hero hatte keinen Bock auf Rematch. Und ich muss gegen Wi-Fi Zelda. Ich glaube, das wird komplett destruction. Ich glaube, hier werde ich jetzt keine Chance haben. Oh je. Ich weiß, wir hatten schon andere schlimme Elite Smash Parts, aber ich glaube, dieser hier ist auch mal wieder richtig krass so. Ich finde, es liegt jetzt gar nicht daran, dass mein Darkhand irgendwie komplett zackt, sondern einfach meine Reads oder so, oder das, mein Mindset halt gerade, ist ziemlich trash. Weil eben, wie gesagt, ich habe jetzt beim Hero halt einfach nicht damit gerechnet, dass der da eiskalt die Psy-P durchzieht. Und ja, bei Wi-Fi Zelda ist natürlich alles verloren so. Wobei, gerade geht's noch einigermaßen. Und die Zelda spielt auch gar nicht so sehr auf Wi-Fi. Weiß halt nur nicht, was ich mit Darkhand gegen den Ritter machen soll, ne? Der blockt ja alles ab. Alter, ich wurde gebadet, Junge, what? Up into Dombi gekommen wurde, alles klar. Okay, das krieg ich noch gepunished. Na, ich dachte, vielleicht rollt er einfach random rein. Okay, da haben wir wieder die random Upbeats, auf die habe ich gewartet. Ja, reicht es? Ne, sie hat noch einen Jump, shit. Jo, Alter, der Ritter spielt einfach Tennis mit meiner Dose, alles klar. So, komm, Comic Time jetzt. Alter, ich raffe dieses Psy-P nicht. Ja, das ist das, was ich meinte, genau das, ich check noch nicht, wie man bei der Psy-P die einfach so in sich kommen kann. Was für ein Timing man dafür braucht. Weil es sieht immer so einfach aus, aber, Junge. Wenn ihr wüsstet, wie es sich anfühlt, diese Psy-P zu nutzen, das ist so weird. Einfach gar nicht mehr wie in Smash 4. Was natürlich besser ist, weil man eben jetzt daraus kommen kann, aber Alter. Ja. Bin ich noch schnell genug? Okay. Oh ja, das war schön. Und ich bin auch tot. Schade. Okay, das... Nein, kann ich nicht punishen, okay. Ja, da kann Smashes sind leider echt slow. Ah, shit. Okay, läuft nicht gut. Läuft ganz und gar nicht gut. What? Das hat dann gekillt, okay. Mein Retake Dose aber. Hätte, glaube ich, nicht killen sollen. Puh, das ist richtig, echt richtig anstrengend hier mal wieder. Ah, Mist. Der Ritter hat
Hat den Weg blockiert. Ja, einfach warten, bis die ungeduldig werden und dann nicht punishen können. Nice. Oh, ich sag's euch, ich hasse dieses Side-B. Oh, das gab auf jeden Fall einiges an Cheat-Damage. Wo bin ich? Oh, hier. Ach, als ob die Dose noch da unten ist. Na, rüber mit dir. Okay. Alter, warum? Okay, es hat irgendwie trotzdem geklappt, aber warum explodiert die Dose manchmal, wenn die Scheibe manchmal, wenn ich B drücke, manchmal einfach nicht? Hat es irgendwas damit zu tun, wenn der Gegner das wegschildert oder wie? Weil ich habe mich jetzt eigentlich darauf vorbereitet, daraus kommen zu können, weil eigentlich kann man das, aber irgendwie will das echt nicht, Mann. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Wie funktioniert das? Und ihr wisst Bescheid, ne? Ich mache kein Rematch, niemals. Wi-Fi-Seller kriegt kein Rematch. So, damit kommen wir dann zum letzten Match für den Part. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht allzu lange geht. Weil sonst könnte es sein, dass dieser Part hier 26 Minuten oder so geht. Aber naja, mal sehen. Das ist eine Beile in Quickplay, nicht Elite Smash. Deswegen könnte glaube ich, schon schnell vorbeigehen. Wenn ich mich nicht dumm anstelle, dann wird es doch easy, oder? Weil der hat sowieso Schwierigkeiten gegen so Projektil-Chars, deswegen sollte es schon passen. Okay. Ah, Mann, Alter. Die nutzt die Side-B immerhin ganz gut so, damit sie wieder zurück kann. Ich brauche halt so langsam den Kill. Pages, nee, das bringt nicht so viel. Jo, als ob. Als ob ich darauf jetzt reinfalle. Nee, so nicht, Mann. Okay. Ich brauche halt den Kill jetzt. Yes, das wird reichen. Okay. Nice. Soweit, so gut. Jetzt einfach nicht richtig früh killen lassen. Ja, genau. Das ist schön. Ey, diese Nutscher von beide ist nach wie vor echt gut. Ja, habe ich dich. Oh, ich lebe noch, ja. Meine Dose hat mich gesaved. Hat das Knockback so ein bisschen lower gemacht. Ah, okay, das war aber jetzt kackt die halt von mir. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Dose genau auf uns landet, sondern ich dachte eher, dass die so kurz davor landet und ich dann gleich kommen kann. Holy shit, jetzt werde ich. Junge, jetzt werde ich gerade komplett auseinandergenommen. Okay. Okay, einfach vielleicht weniger Dose erstmal verwenden, weil er so langsam merkt, dass er die einfach wegkauen kann mit seinem Schwert. Mann, Alter. Übertreib's nicht, okay? Ah, Mist. Ja. Okay, aber das schaffe ich auch noch zurück. Weil man jetzt auch airdodgen kann aus der Abi. Oh ja, das war richtig schön. Holy shit. Das war wunderbar. Das geht bei ihm ab. Okay, ich wollte es unbedingt tryen. Ja, habe ich auch verdient. Habe ich sowas von verdient. Ah, Mann, ey.
der blockt es halt gut ab, das ist nice. Ich bin actually gerade richtig konzentriert, weil ich echt nicht verkacken will. Warum habe ich da zweimal Daumen gedrückt? Was ist denn bei mir falsch? Ja moin, was? Die Downer hat ja gar keinen Effekt. Okay, bringt ja wirklich nichts. Nein, das kann nicht sein. Alter, fuck, warum? Ah, warum bin ich so ein Dreckshund? Warum ist Dakan so ein Dreckshund? Ein Hundesohn. Well, kann man nichts machen. Ich hab's probiert. Ich kann diesen Charakter nicht. Ich hasse diesen Charakter. Ich will ihn nie wieder sehen. Tschüss an alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, Leute. Ciao.